Im Bemühen um größere Unabhängigkeit Deutschlands von russischen Gasimporten tritt Bundeswirtschaftsminister Habeck heute eine mehrtägige Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Von einem Schurkenstaat zum nächsten. Das ist doch echt eine Frechheit. Mit solchen Staaten sollte man überhaupt keine Geschäfte machen. Ja genau, alles boykottieren, was aus solchen Ländern kommt. Wirklich? Ja, natürlich. Okay, dann legen wir mal los. Also, ohne Produkte oder Rohstoffe aus Schurkenstaaten hättet ihr zum Beispiel kein Smartphone. Ey! Ich sag nur, seltene Erden aus China. Die sind übrigens auch im Fernseher. Keine Apfelschorle mit Konzentrat vom Discounter. Keine Dosenmandarinen. Auch aus China. Das muss ich aber erstmal nachlesen. Ob das auch alles stimmt, was Sie da sagen. Kein Laptop. Kein Diamantring für Ihre Verlobte. Und damit auch keine Verlobte. Nun tun Sie mal nicht so überrascht. Sie wollten es doch genau wissen. Was? Kein Gas und kein Öl aus Russland, Katar oder Saudi-Arabien zum Heizen. Ja gut. Dann ziehe ich mir halt was Wärmeres an. Keine Klamotten. Und eigentlich auch keine Unterwäsche. Wagen Sie es ja nicht. Na gut. Ich fahre jetzt zum Flughafen. Ab nach Malle. Da falle ich so gar nicht auf. Oh. Schon mal an den Treibstoff fürs Auto gedacht? Ja, aber ich habe ein Elektroauto. Ach so. Na dann. Echt? Nö, natürlich kein Elektroauto. Kobalt aus dem Kongo. Okay. Dann fliege ich eben? Das war jetzt ein Scherz, oder? Na gut, dann gehe ich eben zu Fuß, halbnackt in eine unbeheizte Holzhütte mit eigenem Windrad. Wenn du eines ohne seltene Erden aus China findest. Halt die Klappe!